Robert Klaus, es ist angerichtet am Donnerstag. Flutlicht, Europacup, ein bärenstarker Gegner. Eigentlich die Rezeptur für einen tollen Abend, oder? Ja, scheint so. Wir hoffen, dass wir auf der einen Seite mit 11 Mann das Spiel beenden können und auf der anderen Seite hoffen wir auf die Unterstützung im Stadion, dass wir da gepusht werden von den Rängen, dass wir die Energie auch rüberbringen und gegenseitig dann auch uns anspornen, sowohl die Mannschaft als auch die Fans. Und gemeinsam können wir es einfach schaffen. Ich glaube, dass wir eine sehr große Chance haben, was Großes zu leisten und genauso werden wir das Spiel angehen. Trainer, wenn ich an der Stelle behaupten würde, es ist ein bärenstarker Gegner mit brutal hoher individueller Qualität, aber er hat Schwachstellen, die man angreifen kann. Ist das unfair oder ist das eine faire Einschätzung von Braga? Ja, würde ich schon so teilen. Die Mannschaft hat sehr viel Qualität individuell, gerade in der Offensive, haben gute Abläufe, haben Spieler mit Erfahrung, auch die schon nachgewiesen haben, dass sie europäisch gute Leistungen bringen können. Auf der anderen Seite, wenn sie gefordert werden defensiv, dann geben sie Dinge frei und geben Dinge und Räume auf. Und das müssen wir ihnen zeigen und da wollen wir dran arbeiten. Vor allen Dingen wollen wir das auch ausnutzen. Ich weiß, es klingt blöd, aber war dann das Sonntag die Niederlage bei Blau-Weiß Linz ein Dämpfer zur richtigen Zeit, dass auch wieder der Fokus auf die Arbeit geschärft ist? Oder würdest du sagen, blöde Floskel, weg damit? Hätten wir gern darauf verzichtet. Siege tun immer gut, Siege geben Selbstvertrauen und vor allen Dingen auch das Gefühl, dass es schwer ist, gegen uns zu gewinnen. Das wurde jetzt etwas angeknackst am Wochenende. Damit müssen wir umgehen. Deswegen hat sich die Ausgangssituation sicherlich nicht verbessert. Aber dieses Spiel haben wir gut aufgearbeitet, wissen auch, woran es gelegen hat. Und jetzt ist der Fokus komplett auf Braga. Du kennst das Allianz-Stadion, du kennst die Fans. Rapid-Fans braucht man nicht erklären, wie man Stimmung macht. Aber Europacup, ihr werdet ein paar Prozentpunkte drauflegen müssen. Wahrscheinlich die Fans und die Zuschauer auch, oder? Ja, wie ich unsere Fans kenne, wird es da nicht viel nötig haben. Sie haben ein gutes Gespür dafür, wann wir sie brauchen. Und vor allen Dingen haben da auch die letzten Spiele daheim gezeigt, egal gegen welchen Gegner, dass wir uns auf sie verlassen können. Und gerade im Europapokal, wenn ich an das Spiel gegen Trabzon denke, was da für eine Stimmung war, freue ich mich extrem schon auf morgen. Du schaust immer nur von Spiel zu Spiel und beschäftigst dich mit dem nächsten Gegner erst am nächsten Tag nach dem letzten Spiel. Also mit Salzburg wirst du dich erst am Sonntag beschäftigen. Aber inwieweit diese beiden Kraftakte, inwieweit spuckt dir das schon ein bisschen noch im Hinterkopf? Noch gar nicht, beziehungsweise freuen wir uns eher drauf. Wir haben jetzt ein super Spiel, eine super Möglichkeit gegen Braga, nochmal was ganz Großes zu schaffen für uns, für den Verein. Und danach haben wir das nächste Highlight vor der Brust, daheim gegen Salzburg. Und so werden wir es auch angehen, dass wir einfach uns freuen auf die Spiele. Wir spielen zu Hause. Wir haben gute Möglichkeiten, große Siege zu erreichen und genau das ist die Aufgabe und vor allen Dingen auch, das ist die Herausforderung für uns. Das wollen wir auch und dafür sind wir angetreten, die Saison. Der Akku ist voll, also bereit, Historisches zu leisten, oder? Ja, das werden wir dann sehen, aber wir sind gut drauf, wir freuen uns drauf und wenn wir in die Europa League Gruppenphase einziehen, ist es sicherlich ein extremes Ausrufezeichen und ich kann gar nicht sagen, ob es historisch ist, wie oft wir uns schon qualifiziert haben, da müssen wir Klingel fragen. Ich bin aktuell für die Saison verantwortlich und will einfach in der Saison Großes erreichen. Selbst wenn man verliert, bleibt man ja europäisch vertreten. Diese Sicherheit, die muss man nicht komplett streichen, weil sonst fehlen da morgen vielleicht ein paar Prozentpunkte. Natürlich haben wir eine gewisse Sicherheit und nach dem Trabzon-Spiel haben wir natürlich auch schon gemerkt, dass es einfach eine gute Stimmung dadurch herrscht und dass wir eine gewisse Planungssicherheit haben für uns als Mannschaft, für uns als Verein, was den Herbst betrifft. Aber trotzdem ist das auch gleichzeitig eine gute Motivation und Ausgangssituation, einfach noch mehr zu erreichen. Ein paar Worte zu Guido Burgstaller, 35 Jahre. Ich habe auf Twitter gelesen, wo ist der Jungbrunnen, in den er gefallen ist. Wie kann man sich das erklären, dass der momentan so sensationell drauf ist? Ja, so schwer ist das, glaube ich, gar nicht. Er hat einfach letzte Saison hat er immer wieder ein paar Problemchen gehabt, körperlich. Er hat auch keine Zeit gehabt, es auszukurieren, weil er auch immer viel spielen musste, weil wir auf ihn nicht verzichten konnten. Jetzt hat er den Sommer gehabt, erstens zur Ruhe, zweitens zum Aufbau, in dem wir einfach eine gute Vorbereitung hatten, wo er alles mitmachen konnte, wo er sich in eine gute Verfassung gebracht hat. Deswegen fühlt er sich gerade körperlich gut, fühlt sich gut beieinander. Er ist eh jemand, der sehr viel über Energie kommt, sehr viel am Platz arbeitet und da sich auch aufreiben kann und das auch gern macht und da über die Spiele reinkommt. Und deswegen freue ich mich sehr für ihn, dass er uns damit im Moment sehr viel hilft.
Hat man ihm das schon ausgeredet mit der letzten Saison? Das ist seine alleinige Entscheidung und ja, aktuell ist auch viel, viel zu früh, um darüber zu reden. Aktuell sind wir einfach nur froh, dass er so gut beieinander ist und uns hilft. Letzte Frage abseits von der Kampfmannschaft. Seit gestern ist klar, der Nachwuchs von Rapid hat sich für die UEFA Youth League qualifiziert. Wie hast du das mitbekommen und was bedeutet das für Rapid? Ja, hat mich sehr gefreut. Haben natürlich im Vorfeld auch schon darüber gesprochen, dass es dann geschehen könnte. Und einfach eine sehr gute Plattform für uns. Wir haben viele Spieler, die jetzt schon in der zweiten Liga spielen, in unserer Zweiermannschaft, die einfach schon auf einem guten Level spielen und auch Erfahrung gesammelt haben und jetzt einfach in diesem Bewerb nochmal Erfahrung draufsammeln können und vor allen Dingen auch zeigen können, wie gut sie sind. Deswegen freuen wir uns sehr drauf. Matthias Heil, am Donnerstag steht in der Europa League das Rückspiel gegen Prager auf dem Programm. Was habt ihr mitgenommen aus dem Hinspiel? Was sind eure Lehren? Ja, wir wissen, wie der Gegner spielen will. Wir wissen, dass der Gegner viel Ballbesitz haben will. Wir wissen, dass der Gegner ja schon eine Schwäche auch hat, die was wir morgen ausnutzen wollen. Und wir wissen auch, dass wir Qualität haben. Das hat man in den paar Aktionen auch gesehen, wo wir nach vorne gekommen sind, dass wir da auch die Tore machen können. Wir werden auf jeden Fall morgen von Anfang an richtig intensiv in die Partie starten, mit Ballbesitz, aber geduldig, dass wir den Gegner laufen lassen und so werden wir die Partie auch gehen. Du hast ja schon gesagt, ein sehr starker Gegner, aber gefühlt hat er auch Schwächen und ist nicht unverwundbar. Eine faire Einschätzung des Gegners? Ja, es ist natürlich ein starker Gegner, wie gesagt, an ihre Qualitäten. Sie haben super Spieler im Ballbesitz. Ich kann den Ball super laufen lassen, auch zum Tor hin mit Flanken und so weiter. Aber ja, defensiv sind sie auf jeden Fall zum Knacken. Das Spiel am Sonntag, wie war das in der Vorbereitung? Wie habt ihr es hier aufbearbeitet? Was sind auch deine Lehren aus dieser Partie? Ja, eine Niederlage schmeckt nie gut. Und wenn man da 3-0 Klatsche kriegt, ist es ja schon ein bisschen bitter. Bei mir ist es auch noch gegen einen Ex-Verein, aber das ist jetzt zweitrangig. Ich glaube, dass jeder Spieler sich schon Gedanken gemacht hat, was halt nicht so passt, was kann man besser machen. Und hat jeder individuell und wir als Mannschaft unser Lernen mitgenommen und werden jetzt versuchen, dass wir am Donnerstag bzw. morgen das wieder besser machen. Die Stimmung und die Atmosphäre im Allianzstadion ist immer großartig. Aber morgen wartet ein Gegner, der bärenstark ist, wahrscheinlich der stärkste in der bisherigen Saison. Bisschen salopp gefragt, braucht man da auch von den Rängen mehr an einem speziellen Abend unter Flutlicht europäisch? Ja, die Fans geben uns schon immer viel. Ich kann mich nur an eine Situation von Nenad Cvetković erinnern, wo er mal einen Ball ins Out gerutscht hat und alle haben mitgefeiert. Und also ja, kleine Erfolge, sage ich mal, so zu feiern. Es gibt schon einen Push noch von den Rängen und ich glaube, dass morgen eine super Stimmung sein wird und die Fans uns super unterstützen werden. Vor der Länderspielpause jetzt zwei Kraftakte. Akku noch voll? Auf jeden Fall, ja. Also wir freuen uns auf die Spiele. Jetzt am Donnerstag auf jeden Fall. Es ist ein Entscheidungsspiel, ob wir Euroleague oder Conference League spielen. Und natürlich wollen wir in die Euroleague kommen und am Sonntag wartet Red Bull. Aber ja, so weit schauen wir jetzt noch nicht hin. Jetzt zählt einmal nur morgen, ob 90 Minuten oder Verlängerung Elferschießen, wäre dir wahrscheinlich egal. Du würdest den Aufstieg so oder so nehmen, oder? Ja, also bevor ich verliere, nehme ich 120 Minuten und Elferschießen. Natürlich wäre es schön, wenn wir es vorher schon klar machen, aber ja, der Gegner ist sehr, sehr starker und wir müssen alles reinwerfen und ja, wir werden alles geben, dass wir die Partie gewinnen. Wie viel Sicherheit, unter Anführungszeichen Sicherheit, gibt es denn zu wissen, selbst wenn das morgen schief gehen sollte, wir bleiben international vertreten? Puh, schwierig zum sagen. Also wir wissen, dass wir international schon dabei sind, aber das hat jetzt unseren Hunger nicht gestillt, sage ich mal. Wir wollen das Höchstmögliche erreichen und das ist die Euroleague. Jetzt hat man in der Vorwoche im Hinspiel extrem viele Körner gelassen. Hat das dann unter Anführungszeichen gebüßt am Sonntag? Man wird morgen viele Körner brauchen und spielt dann am Sonntag gegen Red Bull. Darauf kann man aber keine Rücksicht nehmen. Nein, auf keinen Fall. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wenn es 90 Minuten dauert, ist okay. Wenn es 120 Minuten dauert, ist okay. Und egal wie lange es dauert, wir werden alles am Platz lassen, dass wir da das Spiel super bestreiten, eine super Leistung bringen und das Spiel im Endeffekt auch gewinnen. Und dann
ja, ist am Sonntag noch, da haben wir dann noch 3 Tage Pause, ja, 2 Tage Vorbereitung. Und dann werden wir da wieder alles reinwerfen und dann ist ja die Länderspielpause, haben sie viele Spieler dann eine kurze Pause verdient. Also ich glaube, zweimal jetzt super Leistungen bringen und alles reinwerfen, dem steht nichts mehr im Weg. Kurze Frage zu deinem Vorgänger als Kapitän, Guido Burgstaller. Da habe ich wo im Internet gelesen, in welchen Jungbrunnen ist der gefallen? Also sensationell, wie er momentan drauf ist. Wie sieht man das in der Mannschaft? Ja, dass er uns weiterhelfen kann, wissen wir schon seit Anfang an, seit ich da bin. Weiß ich, dass er ein super Spieler ist. Die Saison wirkt er nur mal ein bisschen frischer. Ist er sehr, sehr fit und hat jetzt super Leistungen gebracht. Und werde auch die nächsten Spiele noch super Leistungen abliefern und der Mannschaft so weiterhelfen. Hat man ihm da schon ausgeredet mit der letzten Saison, bevor es zu Ende ist? Weil so wie er jetzt drauf ist, kann er eigentlich nicht aufhören. Ja, also wenn man aufhört, das ist jedem Spieler immer selber überlassen. Wir freuen uns, dass er jetzt so topfit ist, auch mit seiner ja, ein bisschen älteren Jahr noch. Aber derzeit kann er uns auf jeden Fall weiterhelfen. Er ist ein super Spieler, der was ja, seine Qualität einfach auf dem Platz erzeugt. Und ja, was dann irgendwann im Sommer passiert, da sind wir noch weit weg. Wir freuen uns, dass er jetzt da ist und uns so weiterhelfen kann. Jetzt haben wir einige Male schon die Länderspielpause erwähnt, die es für dich nicht gibt. Und das waren gestern gute Neuigkeiten für dich. Ja, als Spieler freut man sich immer wieder, wenn man bei den Länderspielen dabei sein darf. Ich freue mich natürlich auch. Es geht dann, glaube ich, am Montag los. Wieder eine super Woche, eine coole Woche, wo man wieder mit den besten Österreichs trainieren kann. Und ja, wenn ich zurückkomme, werde ich da wieder weiter Gas geben.